Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu Dingen, die ihr entdeckt oder nicht entdeckt habt? Ich habe eine Frage. Wie soll man jemals Level 20 werden? Ja, es geht. Gar nicht. Nebenquests. Können wir... Nebenquests, wenn ihr das Hotel gemacht hättet, würdet ihr jetzt mehr Erfahrungspunkte kriegen. Kriegen wir so irgendwelche... Kann ich sagen, ihr kriegt ein Level, dann kriegen ist wir, kriegen wir irgendwelche Punkte jetzt auf der, für das Abend? 50 Talentpunkte allein, weil das Finale so unfassbar seltsam war. Okay. Das habt ihr euch verdient. Ihr kriegt alle ein Level, 50 Punkte. Können wir die auf anders vergeben, auch auf die Standardwerte, auf Stärke, Geschick, Charisma und so? Ihr kriegt Talentpunkte, ihr kriegt ihr auf Talente-Eigenschaften, dürft ihr nicht steigern diesmal. Okay. Auch auf den Tierbefehl können wir, auf die Zauber können wir es nicht steigern, oder? Zauber darfst du dir steigern, wie du lustig bist. Mit den Punkten. Zum Fick. Was also zum Fick war dieses Ende? Ich gebe dieses Ende eine 1 plus. Ja. Ich gebe dir eine 6. Ich wiederhole, ich weiß nicht, was das war. Es war anders geplant. Wir brauchen das heißt, wie war es anders geplant? Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es anders geplant sein sollte. Na gut, der Kampf zwischen den beiden war gedacht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ihr kümmert euch um ihn, bis ihr ihn auf fast 0 Punkte habt. Er ist plötzlich sehr schnell aus dem Fenster raus und klaut euch den Wagen. Also ich habe nicht erwartet, dass das so geplant ist. Ich gebe euch doch keinen Wagen dauerhaft, also bitte. Was erwartest du? Aber Betty! Sie ist jetzt seine. Wird der nächste Bossgegner. Es ist ein sehr starkes Pferd. Das Pferd wird noch der Gegner. So verteilt. So. 30 Punkte habe ich schon vergeben. Wo gehe ich noch? 30 Punkte habe ich jetzt auf den Tierbefehl. 10 ja. Punkte. Auf Heilkunde habe ich noch 10 drauf gegeben. Habe ich jetzt 75. Wo könnte ich noch 22 gebrauchen? Ich habe gelernt, Unterhaltung ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Und ich hab mir die Fähigkeit manipulieren gegeben. Jetzt mal das kann ich statt betören. Doch kann ich. Doch kann ich, weil ich es vorher im Charakterbogen eingetragen habe. Mit dann null. Darfst du das. Aber dann darf ich das. Doch dann ist das eine neue Fähigkeit, wo ich jetzt Wert drauf habe. Von mir aus. Kannst das tun. Sonst noch irgendwelche Fragen? Irgendwas zur Lore, zu irgendwelchen Figuren, die ihr kennengelernt oder nicht kennengelernt habt? Der Typ vom Hotel. Den fand war ich das sehr wirklich spannend. Harry Potter? Ja, bei dem war geplant, dass ihr bei ihm ein, zwei Nächte bleibt, mehrere seltsame Geräusche hört, dann irgendwann abends vielleicht, wenn ihr glaubt, ihr seid allein, Dachboden erkundet, da seine Mutter findet und dann von ihm angegriffen werdet. Bis ihr ihn verprügelt. Weil er hat keine guten Werte. Wäre halt so eine kleine Side-Story gewesen, die echt ein bisschen was für den Charakter getan hätte. Sie ihn vielleicht erst verdächtigt bei dem ganzen Zeug. Ihr seid einfach hoch, habt eine Bratpfanne abbekommen und seid abgehauen. So, jetzt habe ich auch was auf Basteln. Natürlich meine neue Waffen basteln. Hauptsache, ich habe meinen Lieblingshumpen noch. Und Angriff umleiten, das ist jetzt auch ganz sinnvoll. Und eine hübsche Tasse. Ich kann jetzt auch Angriffe umleiten, das könnte relevant werden für zukünftige Abenteuer. Ja, du hast ja gesehen, dass das kann, also das ist nicht schlecht. Das kann ich jetzt. Herzlichen Glückwunsch. So, ich habe jetzt Drohnen auf 90. Und etwas, was wir in der nächsten Zeit wahrscheinlich brauchen werden, Handel auf 80. Mhm. Drohnen habe ich jetzt auf 50 und na. Wird besser, der Charakterbogen. Können wir die Punkte, die auf psychischen Skill und physischen Skill, können wir die wieder zurückkriegen, oder? Die kriegt ihr immer am Ende, beziehungsweise am Anfang wieder. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Und regenerieren, wie sieht das aus mit Ihr seid voll, wie immer, außer die geistige Gesundheit, die habt ihr nicht zurück. Nach dem Besäufnis, was in der... Schlafen wir nicht ein paar Mal zwischendurch? Ja, aber bei dir reicht's nicht, du... Nur wenn du es aktiv im Spiel machst. Wie fertig? Okay, ich habe mir jetzt gleich die Gesundheit auch gedingst. Wie war das jetzt?
Egal, ich hatte da glaube ich, ich hatte 14. Zieh mir noch eins. Ich habe einen geistigen Gesundheit regeneriert. Ja, dann ist das so. Ich war eh schon fast fit. Gut, gibt's noch sonst irgendwas zu klären? Nee, wir haben irgendwie alles mitgenommen, was gab. Was hätte noch ein Zettel? Ja. Dürfen wir erfahren, was auf dem Zettel gestanden hätte? Anweisungen für das Ding, was es zu tun hat. Das hätte uns wahrscheinlich weitergeholfen bei ihm oder bei dem. Das hätte euch auf die. Wenn ihr das irgendwie entziffert hättet oder nicht ihn gefragt hättet, vielleicht die Kellnerin, die bei ihm arbeitet, die ihr nie auch nur ansatzweise angesprochen habt, die euch das hätte übersetzen können, weil sie für ihn arbeitet. Wir wussten von keiner Kellnerin, es war von keiner Kellnerin die Rede. Ich hab sie am Anfang erwähnt. Die wurde erwähnt, einmal ganz am Anfang. Na toll. Ja, ihr habt sie als irrelevant abgestempelt, dann habe ich sie halt nicht mehr erwähnt. Weil ihr habt sie halt nicht mehr getroffen. Die Random Events waren der Säufer, jetzt hätte auch die alte Frau der Kellnerin sein können. Okay. Das hätte uns wie weit geholfen, dass wir jetzt den Zettel gehabt hätten? Weil ihr ihn dann direkt identifiziert hättet und dann vielleicht nicht. Oh, hey, kennen Sie den? Oh, lass mal sehen. Ups, Zettel weg. Ihr habt keine Beweise mehr. Jetzt kommt in den Keller, wir bringen uns gegenseitig um. Na, sehr toll. Gut, na dann. Ja. Bringen wir das zu Ende, bevor es. Wir sehen uns beim nächsten Sephora dann wieder. Ja, wie gesagt, ihr habt erfolgreich einen Feind gemacht und ihr habt bestimmt auch andere Dinge erreicht. Also ich mag ihn, man kann gut mit ihm reden. Ja. Okay, nächstes Mal hole ich mir noch mehr Waffen. Ich schaffe es noch. Barkeeper ohne Bar, jetzt bin ich sauer. Ich schaffe es noch, dass wir. Mordi, ich schaffe es noch, dass wir am Ende wirklich noch so ein Filmende haben, wo ich einfach eine 1 auf Überreden werfe und er einfach wirklich auf. Das wird nicht mehr gehen. Er war jetzt schon am Anfang, danach ist er. Das wird noch viel schlimmer. Das werden noch viel schlimmere Kämpfe sein. Ja, ich habe jetzt 90 auf große Klingen. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Da bringst du mich nächstes Mal um. Bis dann. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir beenden das hier, bevor es noch blöder wird. Hole ich mir einfach noch irgendwo einen Zweihänder. Leute, es ist einfach. Kannst dir auch einfach wirklich buchstäblich eine sehr große Klinge geben. Leute, es war bekloppt genug. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und Zuschauer. Danke fürs Mitspielen. Danke fürs Aushalten. An Mordi als Spielleiter. Ich komme aus Final Fantasy als passender Gegner zum Final Fantasy Boss. Es existiert bei mir. Danke. Das Riesenschwert. Das war eines der ersten Items, die ich überhaupt gebaut habe. Gut, dass ich große Klingen jetzt auf 90 habe. Das unterbricht mich hier nicht in meiner Abmoderation. Ich habe auch dieses wirklich ich will das jetzt hier beenden. Ding was, Berserk? Dieses Ding habe ich auch. Ich wüsste nicht mal, was das ist. Lass uns diesen Stream nicht noch länger in die Länge ziehen. Ich glaube, das ist ein Schwert, was 4 Meter oder so lang ist. Ach, du meinst die Berserk-Klinge aus Dark Souls? Basiert darauf, ja. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr könnt jetzt gerne noch weiter quatschen. Tun wir. Danke an Mordi fürs Spielleiter machen. War wieder großartig, wie er uns ausgehalten hat. Danke an Kirikus Mordi. Du warst weniger nervig als üblich. Danke an den Rest. An Flegi und an Max. Danke fürs Zuschauen, alle Zuschauer, die hier dabei waren. Na dann, zwei Sachen habe ich noch gleich in der Endcards zu vermelden. Aber danke an alle Mitspieler. Einige sehe ich übernächste Woche schon wieder. Den Molly und den Max. Zum Inselabenteuer. Spieler und glaubt mir, es wird furchtbar. Das wird hoffentlich nicht so furchtbar wie dieser letzte Kampf jetzt hier. Aber wir werden sehen. Er war seltsam, nicht furchtbar. Er war Kunst. Gut, na ja, dann. Ich mochte es, ich bin nur ein bisschen zu müde, was ich so genießen. Gut, ja, ich bin auch jetzt müde, also. Habt noch einen tollen Abend. Ich bin raus. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüdelü.
So, na dann schicke ich euch mal die Endcard. So, willkommen in der Endcard. Zwei Sachen habe ich noch anzukündigen. Montag, den 19.09., also morgen, also nicht morgen am Sonntag, sondern wir haben jetzt schon, also übermorgen, beziehungsweise morgen, weil heute Sonntag schon ist, am Montag, den 19.09., großer International Talk Like a Pirate Day, Stream, Special Stream, mit Monkey Island, The Secret of Monkey Island, Monkey Island's 2 The Tax to Revenge, The Curse of Monkey Island und das neue, an dem Tag zu Release rausgekommen, dann kommende Spiel Return to Monkey Island. Da werden wir 4 Spiele an einem Abend spielen. 18 Uhr Monkey Island 1, 19 Uhr Monkey Island 2. Wir ziehen volle Pulle durch. 20 Uhr Monkey Island 3, also und dann um 21 Uhr fangen wir das Let's Play an. Return to Monkey Island. Das war dann. Weiter geht's dann, glaube ich, damit am Freitag, wenn ich mich alles täuscht. Im Streamplan. Und die Woche darauf, also am 1. Oktober, solltet auch wieder einschalten. 1. Oktober. Das ist ein Samstag, also übernächste Woche. Samstag am 1. Oktober spielen wir Pen and Paper. Ich muss mir den Namen nochmal angucken. Wie habe ich das genannt? Pen and Paper Noroi Island. Es ist so spät. Pen and Paper Noroi Island. Mein kleines Inselabenteuer, in dem ich der Spielleiter sein werde. Da werde ich den Mordi und den Max. Mordi, der heute den Spielleiter gemacht hat, und Max, der den Ork gespielt hat, den sieht er da wieder. Mich als Spielleiter und die beiden als Spieler. Lohnt sich auch einzuschalten. Diesmal nur eine Woche dazwischen. Sehr kurzer Abstand. Tja, einschalten lohnt sich da jetzt dann. Da wird es dann wahnsinnig mit. Da werden wir alle wahnsinnig mit Mordi als Spieler. Gut, da. Morgen fällt das Stream aus. Das werde ich dir bald nach der Scheiße, weil ich das brauchen, um mich von dem Chaos zu erholen. Ja. Das war's von mir aus. Das war meine Sachen. Nochmal danke an alle, die mitgespielt haben. Danke an Mordi. Danke an alle, die zugeschaut haben, die sich diesen Wahnsinn gegeben haben. Das sie ertragen haben. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen. Kommt nochmal drüber in den Raid. Wir raiden noch wohin zu jemanden. Schicke ich noch rüber in den Raid. Und zwar zum Marnigo. Der ist gerade live und spielt Dead Island. Ja, ist vielleicht ein bisschen gruselig. Weiß ich nicht. Wie es aussieht, spielt das mit Metatron zusammen. Ein Multiplayer-Spiel. So, kommt nochmal drüber zum Mali. Danke fürs Zuschauen nochmal. Ja. Gute Nacht. Bis Montag. Zwecki out. Ich bin kaputt und müde. Danke für diesen fantastischen 7-Stunden-Stream. Lang und anstrengend. So, kommt nur drüber ein Raid. Zum Imani. Und habt noch einen tollen Abend, ein tolles Wochenende, Restwochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Großartiger Monkey Island-Stream. 4 Monkey Island-Teile in einem Stream, das wird großartig. Haut rein, gute Nacht, bis dann und ciao. Zeig dir auch.